Morgen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen zu meiner aktuellen Bücherwoche. Und zwar haben wir schon Februar. Unglaublich, aber wahr. Ja, die größte Veränderung in dieser Woche war mal wieder meine Haare. Ja, es ist ein Kommen und Gehen, ne? Also zumindest was die Haare angeht. Der Gedanke, dass sie etwas länger werden sollten, zumindest auf einer Seite, war theoretisch gut. Praktisch hat es mich tierisch genervt die letzten 2-3 Wochen. Und wenn man in den Spiegel guckt und irgendwie von sich selbst genervt ist, dann weiß man, irgendwas ist falsch. Dementsprechend war ich am Freitag beim Friseur und habe mich von meiner Matte mal wieder befreit. Ich bin einfach kein Langhaarmädchen. Ich finde das bei anderen Frauen wirklich unglaublich schön, wenn da langes, gelocktes Haar ist oder wunderbar dieser Sleek-Look. Und ja, an mir selbst gefällt es mir einfach irgendwie nicht. Ja, ich kann auch nicht sagen, warum oder weshalb. Und ich hatte auch schon lange Haare. Und ja, ich brauche einfach Veränderung auf dem Kopf. Ich bin auch einfach, glaube ich, niemand, der 30 Jahre die gleiche Frisur hat oder 20 oder 10 oder 5. Mir geht es eben manchmal schon nach einem halben Jahr. Dann spätestens kommt ja die Farbe wieder ins Spiel. Und ja, dementsprechend war ich beim Friseur. Habe jetzt theoretisch auf der linken Seite auch so eine Art Sidecut. Allerdings nicht rasiert, sondern nur sehr kurz geschnitten. Wie er auf der Seite ja schon war. Hintenrum sieht es ähnlich aus. Und jetzt kann ich dieses Deckhaar, diese Matte sozusagen nach rechts und nach links und nach vorn und nach hinten. Und ach ja, Steffi ist wieder glücklich, ja. An der Farbe hat sich nichts verändert. Es sieht tatsächlich jetzt nur wieder ein bisschen anders aus. Dadurch, dass die Spitzen, die halt ein bisschen trockener waren, auch einen anderen Farbton hatten, einfach weg sind. Und auch die Seiten natürlich jetzt viel kürzer. Aber ich fühle mich wieder gut, ich fühle mich wieder wohl. Und ich gucke jetzt wieder gerne in den Spiegel. Und ja, kuschle hier nebenan wieder mal mit meiner Katze. Aber es soll natürlich nicht in diesem Video nur um Haare gehen. Aber das ist natürlich das Offensichtlichste. Und es ist auch immer komisch, wenn man gar nichts so dazu sagt, weil es hat sich ja was verändert, ne? Irgendwie, ja. Naja, ihr wisst, wie ich es meine. Ja, ansonsten war es doch eine recht lesereiche, serienhafte und auch filmlastige Woche. Ja, alles drei diese Woche sehr frei gefühlt. Ich habe kein Leben, ich habe auch nicht geschlafen. Ich habe nur gelesen, Serien geguckt und Filme geschaut. Zumindest habe ich den Eindruck gehabt, als ich die Bücherwoche so vorbereitet habe. Denn es sind drei Bücher geworden, die ich beendet habe. Ein viertes, das angefangen wurde, weil wir das zusammen in der Lesegruppe lesen. Ich habe eine Serie durchgesuchtet, eine andere begonnen und ich war auch in einem Kinofilm. Also doch eine relativ... Ja, wobei ich habe sogar zwei Bücher im Grunde angefangen, aber bei dem einen, das war ein Hörbuch, habe ich noch nicht so viel gehört. Aber ich denke, wir fangen einfach mal der Reihe nach an. Am Samstag bei meinem Thalia-Raubzug ist, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, von J.K. Rowling bei mir eingezogen und wurde auch letztes Wochenende, so wie es ist, verschlungen. Und was ich zum Originaldrehbuch sage dazu dann natürlich ein bisschen mehr. Auch beendet habe ich Eis wie Feuer von Sarah Raj, wie auch immer wir sie aussprechen wollen. Der zweite Teil der Ice and Fire Trilogie. Und da hatte ich ja Anfang Januar noch gereadet Schnee wie Asche und war mega gespannt auf den zweiten Teil. Habe ich diese Woche beendet und ich kann schon so viel sagen, so richtig mitgerissen hat er mich leider nicht. Ja, das vielleicht so vorab. Ein E-Book habe ich beendet und zwar von Cornelia Pramendorfer und Vinja Moore, Lost in Texas. Hier hatte ich ja den sehr, sehr netten Austausch mit Cornelia Pramendorfer selbst und bin dann auf ihr E-Book gestoßen. Es wurde mir zur Verfügung gestellt und ich war hier sehr gespannt, was mich in Texas erwarten lässt und was, ob ich da verloren gehe. Und das habe ich direkt, glaube ich, dann am Freitag beendet. Und war ein E-Book, richtig. Dann ging es los am 1. Ja, mit Red Rising 2 in unserer Lesegruppe, die wir ja schon zu Red Rising 1 gebildet haben. Hier bin ich dementsprechend natürlich noch nicht allzu weit gekommen. Weil es sind ja erst drei Tage rum sozusagen und ich hinke sogar ein bisschen nach, aber es ist nicht weiter tragisch. Und dann habe ich gestartet mit einem Hörbuch auf Audible, Das also ist mein Leben von, diesen Namen kann ich mir absolut nicht merken, Stephen Jabrowski. Ich hoffe, man spricht ihn so aus, ich habe keine Ahnung. Das ist ja eine Lese-Hörempfehlung der lieben Adriana Popescu. Das gehört ja zu ihren Lieblingsbüchern oder ist ihr Lieblingsbuch. Und ich durfte dann Klette diese Woche einmal den Bus nehmen und dachte, oh, was machst du jetzt mit den gewonnenen 20 Minuten? Und habe dann das Hörbuch gestartet und seitdem auch immer mal ein bisschen reingehört. Und da kann ich jetzt natürlich noch nicht so viel erzählen, aber ja. Wir starten jetzt
denke ich, bevor es dann um allerlei Serien und Filme geht und ja, einfach erstmal mit den Büchern. Das erste Buch der Woche war Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind von J.K. Rowling, erschienen im Carlsen Verlag, hat 304 Seiten, kostet in der gebundenen Ausgabe 20 Euro, gibt es auch als E-Book für 13 Euro und ist Mitte Januar diesen Jahres erschienen. Ja, ich bin ja eigentlich in Italia gegangen, um meine Gutscheine einzulösen und wollte mir ja theoretisch ja, Herr der Ringe illustrierte Ausgabe holen. Es war mir damit 70 Euro einfach zu teuer und es war mir zu schwer und irgendwie hat es sich nicht richtig angefühlt. Ich drehte mich um, sah die fantastischen Tierwesen und viele haben bei meinen Neuzugängen diese Woche auch gesagt, Mensch, ich hätte gar nicht erwartet, dass das bei dir einzieht. Ich muss ehrlich gestehen, ich tatsächlich auch nicht. Ich fand aber den Film ja im letzten Jahr wirklich bombastisch gut. Ich war zweimal im Kino, ich fand ihn wirklich großartig, in eine neue, mir unbekannte Harry Potter Welt einzutauchen und ich habe im reingelesen und dachte, hey, das ist so cool mit diesem Drehbuch, das nimmst du mit. Ja, jetzt kann man auch sagen, 20 Euro sind für den Spaß doch relativ teuer, da gebe ich auch jedem recht, aber es ist halt schön, ne? Auch ich möchte einmal sagen, das ist ein schönes Cover und das stelle ich jetzt in mein Regal, ja. Steht mir auch mal, dienstgradmäßig würde ich sagen, zu. Und ja, es ist einfach tatsächlich so. Es ist wunderschön von der Aufmachung, es passt perfekt in die Harry Potter Welt und es ist einfach das Originaldrehbuch. Also was draufsteht, ist auch drin. Man hat tatsächlich eine Art Drehbuch, wo wirklich dann drin steht, 11. Szene, innen Bingleys Büro, wenig später, es ist Tag. Und dann steht auch Tag da. Und dann heißt es eben, Jacob klappt voller Stolz seinen Koffer auf und präsentiert eine Auswahl seiner selbstgemachten Gepäckstücke. Jacob, also schön. Bingley, Mr. Kowalski. Jacob, kosten Sie von den Patzkies, okay? Ein Rezept meiner Großmutter. Die Orangennote ist... Jacob streckt ihm einen Patzki entgegen. Bingley lässt sich nicht ablenken. Und so geht es das ganze Buch durch. Und wer den Film kennt, wird, glaube ich, tatsächlich das Drehbuch auch toll finden, weil man hat einfach Szene für Szene den Film vor Augen. Man hat das Gefühl, man steckt mitten im Film drin. Man erlebt alles nochmal intensiver, bildhafter, lebendiger, habe ich zumindest den Eindruck. Denn im Film geht ja manches doch ganz, ganz schnell und ist wirklich nur so ein kurzer Moment. Und hier drin kann man ihn einfach in seiner Geschwindigkeit lesen. Man kann es in seiner Geschwindigkeit genießen. Und es hat mir einfach Spaß gemacht. Also ich habe wirklich Samstag begonnen, war Sonntag beendet und ich war direkt wieder im Fieber und am liebsten hätte ich mir direkt den Film angeguckt. Die DVD kommt ja aber wohl erst vor Weihnachten, was ich echt schade finde. Und ja, fand ich einfach großartig. Es hat mir echt Spaß gemacht. Man kann nicht allzu viel zu der Geschichte natürlich erzählen. Wir sind halt hier 70 Jahre vor Harry Potter. Wir sind in New York und Newt Scamander, den man aus den Harry Potter Büchern und Geschichten kennt, als Autor von Büchern über fantastische Tierwesen, ja, den seine Geschichte erlebt man. Wie er nach New York kommt, was da in Hogwarts mit ihm passiert ist, erfahren wir ein bisschen. Und ja, wir sind dann eben in New York. Es gibt da so eine Art Hexengruppe, die irgendwie davon überzeugt ist, dass es Hexen gibt. Die Hexen- und Zaubererwelt hält sich aber in New York sehr bedeckt und möchte eigentlich unauffällig bleiben und hält an diesem Geheimhaltungspakt auch einfach fest und hat halt große Angst vor den Menschen, dass da eben ein Krieg irgendwie ausbrechen könnte. Und ja, aber es passieren eben doch eigenartige Dinge. Unter anderem kommt eben Newt Scamander an und vertauscht seinen Koffer mit dem von Mr. Kowalski, von mit Jacob, den wir eben erlebt haben. Und auf einmal sind die fantastischen Tierwesen, die Newt Scamander sammelt, weil er sie studieren möchte, weil er über sie berichten möchte, eben auf freier Wildbahn und ja, müssen die eben einsammeln. Und so allerlei Wendungen passiert natürlich in der Geschichte, in dem Buch. Und die dann eben auch so ein bisschen einfach einen Bezug zu unserer Harry Potter Welt nimmt und man dann eben das Gefühl hat, man kommt irgendwie nach Hause. Und so ist es natürlich nicht nur im Film gewesen, sondern natürlich auch im Buch. Und ich fand es toll. Mir hat es echt Spaß gemacht und ich habe wirklich die Szenen vor Augen gehabt. Es war sehr lebendig, es hat sich gut angefühlt. Vielleicht auch einfach, weil man es nach dem Film gelesen hat. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man vielleicht den Film nicht kennt. Und ich glaube auch, dass sich viele an dem Schreibstil stören, weil es eben ein Drehbuch ist und nicht in eine echte Geschichte irgendwie eingeflochten ist. Da steht halt nicht, hat das und das Gefühl, hat das und das gedacht, sondern es ist halt wirklich ein Drehbuch. Und
Ich glaube, es war auch ein großer Kritikpunkt bei The Cursed Child, das verwunschene Kind, was ja im Grunde Harry Potter 8 ist. Ich persönlich würde das gar nicht als Kritikpunkt für Harry Potter 8 nehmen. Mich stört an Cursed Child einfach nach wie vor, dass man irgendwie versucht hat, Harry Potter weiterzuerzählen und Harry Potter für mich aber einfach beendet ist und ein tolles Ende hat. Und das ist eben die Vorgeschichte und wir erleben hier eben auch Charaktere, die dann wahrscheinlich irgendwann mal etwas mit der Harry Potter Welt zu tun haben und das gefällt mir einfach unglaublich gut. Deswegen ist es eine Empfehlung, zumindest für Fans und für die, die den Film toll fanden, glaube ich auch einfach, dass das was ist, was man vielleicht einfach im Regal stehen haben möchte, wo man immer mal reinblättern möchte, wenn man sich über die Tierwesen irgendwie nochmal Gedanken macht und dann einfach nochmal die Geschichte studieren möchte. Man könnte es jetzt auch auswendig lernen und dann den Film mitsprechen. Ja, wer dazu Lust und Laune hätte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war für mich wirklich wieder ein wunderbares Eintauchen in die Harry Potter Newt Scamander Welt. Ich würde das jetzt einfach mal so aufteilen in diese zwei Welten. Ja, ganz anders ging es dann allerdings weiter mit Eis wie Feuer. Von Sarah Rasch, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ist erschienen am 9. Januar im CPT-Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, vielen lieben Dank dafür. Kostet als Taschenbuch 15 Euro, als E-Book 12 Euro. Im Englischen findet man die Bücher auch teilweise für um die 7 Euro. Wer gerne Englisch liest und da vielleicht auch schon den dritten Teil lesen möchte, der dann heißt Frost Like Night und der hoffentlich demnächst im Deutschen erscheinen wird. Es ist der zweite Teil der Trilogie, das heißt ein Mittelteil und Schnee wie Asche hatte mich ja 2015 sehr, sehr gepackt. Da ich sehr gespannt war auf den zweiten Teil, habe ich ja Schnee wie Asche Anfang des Monats nochmal gereadet. Ich packe euch mal meine Bücherwoche zum ersten Teil unten in die Infobox und war sehr gespannt auf Eis wie Feuer. Ja, so richtig über den zweiten Teil kann ich ja später was erzählen, möchte aber gar nicht so viel erzählen, weil man natürlich unglaublich spoilert und das möchte ich ja gar nicht. Wir sind hier in einer sehr High-Fantasy-lastigen Welt. Also es ist wirklich eine Welt, die komplett neu erzählt wird, die mit unserer Welt nicht sehr viel zu tun hat. Wir haben verschiedene Königreiche, die wunderbar abgebildet sind mit einer Landkarte, was ich wirklich sehr hilfreich finde, dass man sich ein Bild machen kann. Und es gibt eben das Winterkönigreich und dieses wurde vor einigen Jahren eben ausgelöscht und es konnten nur ein paar Leute, ein paar 20 Leute fliehen. Und die befinden sich jetzt eben auf der Flucht und werden gejagt. Und es herrscht eben so ein bisschen Kriegszustand. Es ist aber auch eine etwas magische Welt, denn es gibt eben Maxignien. Blödes Wort. Und wir haben hier eigentlich König Martha, den wir zusammen mit Mayra eben schon im ersten Teil kennengelernt haben. Und dann aber gemerkt haben, irgendwie ist doch alles anders, als wir erwartet haben. Es ist wirklich unglaublich High Fantasy. Es sind merkwürdige Namen, es sind merkwürdige Welten, es sind Jahreszeitenkönigreiche, es gibt Wechselkönigreiche, es geht um Macht, es geht um Herrschaft, es hat etwas Magisches und man hat eben wirklich starke Protagonisten. Etwas untypisch ist ja, dass wir eine weibliche Protagonistin haben, Mayra, von der wir im Grunde auch die Geschichte erzählt bekommen. Typischerweise ist ja im High Fantasy sehr oft so, dass es männliche Protagonisten gibt und wir sind hier natürlich schon eher so im Jugend-High-Fantasy-Bereich, denn natürlich auch die Protagonistin selbst ist so 16, 17, 18, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Dementsprechend ist das natürlich alles ein bisschen auch auf Jugendliche ausgelegt und es ist ja auch im CPT-Verlag erschienen, dementsprechend ist es natürlich auch ein Jugendbuch und das spürt man natürlich. Es ist nicht so High-Fantasy-mäßig wie Herr der Ringe oder Game of Thrones, aber es hat natürlich durch die selbst und eigens erfundene Welt, Sprache, Namen schon einen High-Fantasy-Charakter und ist durchaus ein bisschen leichter zu lesen als die erwachsenen High-Fantasy-Geschichten, aber man braucht auch einen Moment, glaube ich, einfach, bis man reinkommt. Der erste Teil hatte mich 2015 total gepackt, sehr begeistert. Ich mochte die Wendungen, die Gedanken, die Ideen, den Schreibstil von Sarah Rasch unglaublich gerne und war deswegen auch total gespannt, dass endlich 2017 der zweite Teil rauskam. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht bis 2018 warten müssen, dass der dritte Teil rauskommt, beziehungsweise zumindest Ende 2018, weil nochmal rereaden werde ich den zweiten Teil auf keinen Fall. Ich habe mich jetzt wirklich so ein bisschen durch dieses Buch durchgequält. Ich habe es in der letzten Bücherwoche schon erzählt, dass ich lieber zu anderen Büchern gegriffen habe als zu diesem. Und so war es leider in dieser Woche tatsächlich auch, beziehungsweise dann gerade auch letztes Wochenende, wo ich das Buch dann eigentlich lesen wollte und ich aber immer mehr zu fantastischen Tierwesen gegriffen habe als zu Eis wie Feuer. Es war anfänglich wirklich absolut in Ordnung. Man ist, glaube ich, 3 Monate später als bei Schnee wie Asche, also als wir die Charaktere verlassen haben. Wir erfahren hier auch natürlich, was so ein bisschen passiert ist, was hat sich verändert und ich möchte nicht spoilern, werde jetzt auch nicht erzählen, was.
Und ja, die Geschichte knüpft im Grunde schon an und es geht halt weiter und wir erleben die Welt mit ihr all ihrer Konsequenzen aus dem ersten Teil und ja, quälen uns dann erstmal gefühlt 200 Seiten durch das Buch durch. Es war am Anfang wirklich sehr, sehr schwierig. Ich finde auch die Charakterentwicklung von Mayra, die ja hier die Protagonistin ist, wirklich ganz, ganz schief gelaufen. Sie fängt auf einmal an mit einer typischen Dreiecksbeziehung zwischen zwei männlichen Charakteren. Und ich frage mich nur, warum? Warum musste das jetzt kommen? Warum konnte es nicht so sein wie im ersten Teil? Was hat man sich dabei gedacht? Und trotzdem ist man irgendwie schon gewillt, weiterzulesen, weil man dann sagt, okay, Mayra ist ja nur ein kleiner negativer Punkt. Sehr, sehr toll sind die anderen Charaktere aufgebaut. Auch die Entwicklung von den anderen Charakteren fand ich großartig, wie sich, ja, man kann natürlich jetzt nicht so viel spoilern, aber die haben mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Es hat Spaß gemacht, diesen zu folgen und die Tiefgründigkeit, ihre Beweggründe zu verstehen. Und ja, und als dann irgendwie mal so gefühlt 220 Seiten vorbei waren, wurde es tatsächlich auch mal so im Mittelteil ein bisschen spannend, denn man geht dann auf Reisen. Hier hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt, ein bisschen Detailreichtum. Ich fand es an manchen Stellen sehr oberflächlich abgehandelt. Es war dann dadurch, dass so wenig passierte, auch sehr, sehr langweilig. Also es ist gefühlt eben wirklich auf 400 Seiten des Buches nichts passiert. Und gegen Ende kam dann aber alles so geballt auf einen zu, dass man sich dann eigentlich nochmal mehr Seiten gewünscht hätte, weil man dachte, was packt die jetzt alles in die letzten 120, 150 Seiten rein? Hätte sie damit nicht eher anfangen können? Es ist so viel passiert. Es gab Wendungen über Wendungen, Plottwist nach dem anderen und man hatte das Gefühl, wo kommt das jetzt alles her und warum erst gegen Ende dieses zweiten Buches? Und mir ging es viel zu schnell. Was ich mich die ersten 400 Seiten gelangweilt habe, wurde ich in den letzten 150 Seiten total ja, mitgerissen und überrissen und ich hatte das Gefühl, ich habe auch Dinge irgendwie verpasst und fragte mich, hä, wo kam das jetzt her und wo soll das hin? Und ich habe dieses Konzept dieses zweiten Buches nicht verstanden, warum man die Spannung nicht wie bei Schnee wie Asche von Anfang an geteilt hat. Und ja, das fand ich wirklich unglaublich schwierig und langweilig und es war auch wirklich, ja, bis auf die letzten 150 Seiten sehr unspannend und auch Mayras Entwicklung fand ich wirklich unnötig. Ich finde das unnötig. Ich weiß nicht, warum man diese Dreieckswelt, dieses Hin- und Hergerisse von ihr jetzt auf einmal so, warum das irgendwie sein muss und so manche Wendung war vorhersehbar, andere war ich sehr überrascht. Ich habe da manchmal mit selbst gezweifelt, dass ich dann nicht selbst drauf gekommen bin und so soll es ja auch sein. Das Schlimmste sind dann aber eigentlich der Autorin ihre Gedanken oder ihre Worte, glaube ich, zum zweiten Teil, das ist dann so in der Danksagung, dass sie es eben selbst als einen schwachen zweiten Teil sieht. Dass es ein typischer zweiter Teil ist. Und das fand ich ganz schlimm. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wo es stand. Da dachte ich wirklich, wenn die Autorin von sich aus schon sagt, es ist ein typischer, schwacher zweiter Teil einer Trilogie, warum hat sie ihn dann geschrieben? Also es ist ja klar oder sehr oft so, dass Trilogien einen etwas schwächeren zweiten Band haben. Aber kann ich da als Autorin mit dem Vorsatz rangehen? Der zweite Band darf schwächer sein? Und irgendwie, ja, ich finde tatsächlich, dass diese Sätze, die sie selbst über ihren zweiten Band gesagt hat, wo ich so dachte, okay, ist ja schön, ja, wie sollte es mir dann gefallen? Also ein sehr, 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 sehr schwacher zweiter Band, der wirklich eigentlich kaum mehr Lust so richtig macht auf den dritten Teil. Man natürlich trotzdem jetzt wissen möchte, wie wird dieser Krieg, dieses Epische irgendwie mal enden? Und ich hoffe persönlich wirklich nur, dass Frost wie Nacht, was ja dann wahrscheinlich im Deutschen heißen wird, nicht erst in 1,5 Jahren wiederkommt, rauskommt. Steht noch kein Datum fest, soweit ich es gesehen habe, weil ich muss ehrlich sagen, ich würde den zweiten Teil nicht rereaden. Also unter gar keinen Umständen dann lieber auf das Ende, den dritten Teil verzichten. Finde ich schade. Ich finde es wirklich schade, was diese Autorin da gemacht hat und ich begreife es einfach nicht. Ah, ich begreife es einfach nicht. Ja, es ist ja klar, es gibt ja sehr oft, dass zweite Teile wirklich nicht die tollsten sind in der Trilogie, aber so einen schlechten zweiten Teil habe ich schon ewig nicht mehr gelesen. Also ich weiß auch gar nicht, wo ich mit dem Jammern, Meckern irgendwo wo anfangen soll, wo ich damit dann aufhören kann und wo es hin soll und es war, ja, es tut mir euch echt leid. Also ich wollte, dass es mir gefällt, weil Schnee wie Asche auch einfach so toll war, aber
Ja, sprechen wir über schönere Dinge und kommen wir zum nächsten Buch. Lost in Texas, auf der Suche nach dir, geschrieben von Cornelia Bramendorfer und Vinja Moore, ist im November 2016 als Self-Publisher erschienen, kostet als Taschenbuch 15 Euro, als E-Book 4 Euro, hat knapp 500 Seiten und wurde mir von Cornelia persönlich zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ich war sehr neugierig. Ich hatte einen sehr netten Austausch mit Cornelia via Facebook und wir haben immer ein bisschen hin und her geschrieben und ich bin dann so natürlich auf die Bücher aufmerksam geworden und fand dann tatsächlich den Klappentext und auch das Cover von Lost in Texas sehr, sehr ansprechend. Und mir war dann auch einfach mal nach einer Liebesgeschichte und ich mag ja Liebesgeschichten grundsätzlich schon mal gerne. Sie dürfen eben nur nicht zu kitschig sein und zu unrealistisch und mit einer zu naiven und dummen Protagonistin aufwarten. Und hier haben wir ja im Grunde zwei Protagonisten, denn die Geschichte wird aus zwei Perspektiven erzählt. Zum einen haben wir Dave, einen jungen Mann, relativ erfolgreich im Job, der gerade eine sehr schwere Phase mit seiner Frau durchmacht und irgendwie einen sehr schweren Schicksalsschlag erlitten hat und dem alles irgendwie zu eng in Chicago wird und der zu seinen besten Freunden Brad und Tom auf eine Rinderranch erstmal zieht und da eine Auszeit nimmt. Und ja, dort angekommen erlebt er das Leben eines Rangers und ja, trifft auf Josie, die wiederum unsere zweite Perspektive, unsere zweite Protagonistin ist. Ja, Josie lebt mit ihrem Sohn Nash auch auf einer Ranch und wir erfahren relativ früh, dass sie ihren Mann verloren hat vor kurzer Zeit und jetzt eben alles dafür tut, um diese Ranch am Laufen zu halten und eben sich nicht nur um die Ranch kümmert, um ihren Sohn kümmert, sondern auch noch allerlei andere Dinge um sie herum passieren. Und ja, die beiden treffen aufeinander und ja, das Chaos oder das Verlieren in Texas kann sozusagen beginnen. Vorneweg, es ist eine klassische Liebesgeschichte mit Irrungen und Wirrungen, wie sie das wahre Leben wohl tatsächlich auch mal bereithalten kann. Es war unglaublich frisch und modern und sehr flüssig geschrieben. Das hat unglaublichen Spaß gemacht. Die einzelnen Perspektivwechsel haben sich auch angefühlt wie Perspektivwechsel. Man hat an den Gedanken und auch an der Wortwahl gemerkt, ist man jetzt Josie oder ist man Dave, was ich immer toll finde bei Perspektivwechsel, weil sonst finde ich den immer auch so sinnlos, wenn man gar nicht merkt, dass es irgendeinen Unterschied gibt. Die Gefühle und die Gedanken von beiden fand ich unglaublich ja, echt authentisch und sie wurden auch wirklich gut rübergebracht. Man hatte nicht das Gefühl, dass da noch eine Schippe draufgelegt wurde oder dass es übermäßig kitschig wurde oder übermäßig traurig, dramatisch, sondern dass es sich einfach echt angefühlt hat und trotzdem hatte man natürlich so dieses wunderbare Texas vor Augen. Man hat die Ranch förmlich gerochen, wenn Dave irgendwelche Kuhställe, Rinderställe sauber macht oder wenn er dann eben einfach das Reiten beginnt und Josie eben auch mit ihrem Sohn da allerlei Dinge erlebt und man hat das förmlich vor sich gesehen, man war mit dabei, man saß mit beiden im Grunde am Wohnzimmertisch und sie erzählen ihre Geschichte und das fand ich wirklich ganz, ganz toll rübergebracht. Das hat ganz viel Spaß gebracht. Mir hat auch wirklich der Perspektivwechsel gut gefallen, damit man eben einfach in beide Köpfe eintauchen konnte. Die Handlungen wurden so, wie sie waren, wirklich gut auch aneinander angeknüpft. Manchmal hat man eben eine Perspektive auch erst von Josie erlebt, dann aus Daves Sicht, um dann eben die Gedanken verknüpfen zu können. Und da passieren natürlich auch allerlei Irrungen und Wirrungen, was mir unglaublich gut gefallen hat. Die schweren Schicksalsschläge fand ich ein wenig vorhersehbar, die da so passiert sind. Man konnte damit rechnen, dass beiden irgendwie wo was passiert ist und wie vielleicht beide damit reagieren. Aber ich finde jetzt auch Vorhersehbarkeit in der Liebesgeschichte überhaupt nicht dramatisch, sondern man weiß ja, worauf man sich einlässt und wünscht sich ja, dass irgendwas passiert ist. Und ich mochte auch die Emotionen. Sie waren für mich das perfekte Grad an absolut perfekt rübergebracht, an emotionsvoll und hatte für mich den richtigen Grad auch an Kitschigkeit, was ich einfach wichtig finde. Ich mag es nicht übertriefend und das ist beiden hier wirklich absolut gelungen. Und ich mochte auch so diese Gefühlsachterbahn, die es gab und es hat wirklich Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen, ihr zu folgen. An mancher Stelle war sie mir ein bisschen zu deutsch, das klingt jetzt total doof, aber wir sind ja hier in Texas und es gab da zum Beispiel einen Punkt, da ging es um das Erklären eines Rodeos und da wurde es verglichen mit dem Oktoberfest und ich dachte mir so, kein Amerikaner würde das Oktoberfest hernehmen, um etwas zu erklären. Es gab auch noch so zwei, drei andere Dinge, wo ich dachte, das war für mich persönlich ein bisschen untypisch amerikanisch und das war so ein Moment, wo ich dachte,
Ha, ne, da zuckt es so ganz kurz in einem. Und ja, das sind aber so Kleinigkeiten. Ne? Es ist Jammern auf hohem Niveau. Aber das waren einfach so Momente, wo ich dachte, es hat sich ein bisschen zu sehr deutsch angehört oder angefühlt als tatsächlich amerikanisch. Wir hatten hier eine Ranch und man hat auch die Ranch vor Augen gehabt, wie man sie aus Dallas meinetwegen tatsächlich kennt. Aber es war halt manchmal doch ein bisschen auch die Charaktere, wie die sich so verhalten haben. Man spürte halt da schon ein bisschen das Deutsche durch. Finde ich nicht schlimm. Also es ist wirklich kein großartiger Kritikpunkt. Aber ich habe natürlich, wenn etwas in den USA spielt, auch die Erwartungshaltung, dass es sich ansatzweise ein bisschen anders anfühlt und nicht so typisch deutsche Momente hat. Und ja, das ist so meine Kritik an dem Buch, das eben bei anderen Büchern durchaus besser funktioniert. Aber es ist wirklich nur ein ganz kleiner Kritikpunkt, mit dem man durchaus leben kann. Und ich glaube, dass es manche auch einfach gar nicht stören wird. Bei mir aber immer mal so ein Zucken ausgelöst hat. Aber es war bestimmt nicht mein letztes Buch von Cornelia Pramendorf. Es hat wirklich Spaß gemacht, es zu lesen. Und es ist ja schon das nächste Buch von ihr in Planung. Und darauf würde ich mich auch auf jeden Fall freuen. Bin sehr gespannt, was dann da aus diesem neuen Projekt dann herauswächst. Und werde ich auf jeden Fall auch einen Blick drauf werfen. Und jeder, der Liebesgeschichten mag, der gerne mal sich nach Texas verführen lässt, der gerne mal so auf einer Ranch unterwegs ist und eben auch Perspektivwechsel mag, der wird hier absolut seinen Spaß haben. Begonnen wurde dann am den 1. Februar mit Red Rising 2 im Haus der Feinde von Pierce Brown. Ich packe euch die Lesegruppe mal unten in die Infobox. Vielleicht wollt ihr ja noch einsteigen, beziehungsweise werden wir ja dann voraussichtlich im März auch den dritten Teil lesen. Und es war ein toller Einstieg. Also die ersten drei Leseabschnitte, die ich jetzt schon gelesen habe, waren wirklich spannend, packend und haben mich mitgerissen. Und man ist direkt wieder drin in dieser grausamen Science-Fiction-Geschichte auf dem Mars und wir spüren Darrow's Wut einfach weiterhin. Und es war ein toller Einstieg, man war wieder drin und jetzt bin ich auch sehr gespannt, wie es die nächste Woche weitergehen wird und freue mich da auf jeden Fall aufs Weiterlesen. Gehört habe ich, begonnen habe ich damit mit Das also ist mein Leben von Stephen Chbosky. Muss mal gucken, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ein Buch, das im September 2011 erschienen ist, habe ich mir bei Audible für einen Gutschein geholt, da die liebe Adriana Popescu in unserem Live-Hangout absolut geschwärmt hat von diesem Buch und es als absolutes Lieblingsbuch mir angepriesen hat. Und es hat 288 Seiten, etwas knapp über 6 Stunden Hörzeit. Und ich hatte ja die Problematik diese Woche am Donnerstag, dass es ja Eisesklette auf Straßen und Gehsteigen war und ich einfach nicht mit meinem Auto unterwegs sein wollte auf dem Weg zur Arbeit und dann eben so am Bus saß und dachte, was machst du jetzt mit den 20 Minuten, die dir geschenkt wurden? Und ich hätte natürlich düsselig irgendwie aus dem Fenster schauen können, habe ich aber natürlich nicht gemacht, sondern ich habe Audible gezückt und habe, also mein Handy gezückt, Audible eingeschalten und habe mit dem Hörbuch begonnen, habe jetzt auch seitdem immer mal reingehört. Ich habe jetzt vielleicht so 1,5 Stunden davon gehört, also ein knappes Viertel und bin bisher auch mit dem Sprecher wirklich absolut zufrieden und bin sehr gespannt, wo diese Geschichte hinführen wird. Und ich denke, dass ich dazu dann in der nächsten Bücherwoche ein bisschen mehr erzählen kann. So, jetzt atmen wir alle einmal tief durch. Das waren die Bücher der Woche und die Bücher der Woche waren aber natürlich noch nicht alles, denn ich war im Kino und zwar Sonntagnachmittag in La La Land mit Emma Stone und Ryan Gosling. Ein Film, der in aller Munde ist, zumindest seitdem er, denke ich, auch 14 Oscar-Nominierungen bekommen hat. Und ich finde, absolut verdient. Und es war ein gigantischer Film, der mich mitgerissen hat, der mich bewegt hat, der mich zum Mitsingen gebracht hat, zumindest im Nachgang, jetzt wenn ich den Soundtrack höre, der das Leben zeigt, wie es ist, sich Gedanken darüber macht, in welchen Lebenssituationen man einfach mal singen und tanzen sollte, was ich in einem Musical einfach immer großartig finde. Wir hatten im Grunde auch nicht nur künstlerisch, die Schauspieler waren toll, der Schnitt war genial, es gibt Szenen, da wird 20 Minuten kein Schnitt gemacht, es wurde gesungen, es wurde getanzt in den richtigen Momenten und wir haben hier eben eine junge angehende Schauspielerin, wir haben einen Mann, der Jazzmusiker ist und diese Musik einfach abgöttisch liebt und die aufeinandertreffen irgendwie merken, so richtige Zeit ist für uns nicht, dann aber doch einen Start beginnen, dann die Karrieren so ein bisschen ansteigen und dann eben nochmal etwas passiert, wo man einfach denkt, ja, das ist jetzt wohl das Ende der Geschichte, doch dieses Ende ging dann weiter, nimmt einen richtig in die Mangel, nimmt das Herz, reißt es raus
bricht es. Und ich glaube, es ist auch nach einer Woche noch nicht so richtig wieder geheilt. Es war großartig. Es war ein Film, wie ihn das Leben nicht hätte anders schreiben können. Denn manchmal ist das Leben eben einfach so, dass es endet, wie es endet, beziehungsweise dass etwas endet, wie es endet und man sich denkt, es fühlt sich trotzdem richtig und gut an. Kennt ihr das? Man sitzt verheult im Kino und denkt sich, aber es war eigentlich das perfekte Ende. Total kurios. Ein großartiger Film, den meiner Meinung nach jeder gesehen haben sollte. Ich weiß nicht, ob ich mir die Oscar-Verleihung dieses Jahr anschauen werde, weil es doch in den letzten 2-3 Jahren ein bisschen langweilig und langwierig wurde und man halt doch den ganzen Sonntagnacht nicht viel schläft auf Montag und wer Montag arbeiten muss, hat da so seine Probleme. Aber ja, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall sehen. Ich finde, dass wirklich beide Schauspieler absolut verdient hätten, den Oscar zu bekommen. Allein ich bin so begeistert von Ryan Gosling. Dieses Mimikspiel, diese Leidenschaft für Jazz, die hat er mir absolut authentisch rübergebracht, wie der Klavier spielen konnte. Und am liebsten würde man sich direkt die nächste Jazzplatte holen, obwohl man sonst vorher keinen Jazz mochte. Das ist dann mag man's. Und der Soundtrack ist großartig. Also ich höre den rauf und runter seit einer Woche und ja, bin wirklich angetan. Weiter angetan bin ich von Serien dieser Woche, denn ich habe River begonnen auf Empfehlung des lieben Thorsten. Sein Kanal natürlich unten in der Infobox. Die Serie läuft auf Netflix, ist von 2015 und das spielt ist Stellan Skarsgård mit, ein großartiger Schauspieler, der manchen vielleicht durch Ronin bekannt ist, durch Fluch der Karibik, durch Stieg Larssons Buchreihe, also die dann ja verfilmt wurde. Ein wirklich großartiger schwedischer Schauspieler, der auch einen schwedischen Polizisten spielt in Großbritannien, dessen Partnerin auf offener Straße erschossen wurde und er jetzt in die Ermittlung geht. Und es klingt erstmal total Krimi-mäßig, es ist aber so gar kein Krimi. Es ist ein Thriller und ein, ah ja, ich fand's großartig. Es hat mich wirklich gepackt. Es waren 6 Folgen, so 55 Minuten, glaube ich, grob. Und das Besondere an River, so heißt eben der Stellan Skarsgård als Polizist, ist eben, dass er so eine Art Wahnvorstellung hat und eben tote Menschen sieht, was ein bisschen an Sixth Sense erinnert, aber wirklich nur erinnert, ganz grob. Und mit diesen eben auch sprechen kann und die ihm dann eben scheinbar auch bei dem Fall oder bei Fällen immer mal wieder helfen. Allerdings ist er natürlich nicht nur mit Wahnvorstellungen toter Menschen gesegnet, sondern eben auch mit so ein bisschen was Depressionen angeht, was Abgründe angeht. Und wie er diese Rolle verkörpert hat, war einfach großartig. Also die Mimik von ihm, auch wie sich seine Körperhaltung verändert, wenn er in dem einen Moment noch total euphorisch vor sich hin lacht, in dem nächsten fällt alles in ihm zusammen und man sieht ihm das einfach an, er muss da keine Worte verwenden. Und dann kam natürlich die letzte Folge. Und auch hier ist mein Herz noch gebrochen. Ich habe so geweint, ich habe so mitgelitten, ich habe so mitgefühlt. Und es war auch hier das perfekte Ende. Anders hätte es nicht ändern können. Und es war eine großartige Serie. Ich fand es wirklich, ich frage mich, wieso ich das vorher nicht irgendwie mitbekommen habe, dass von dieser Serie so gar keiner was erzählt. Ich bin Thorsten absolut dankbar, dass er mich damit angefixt hat, ich mich diese Woche darauf eingelassen habe und dann wirklich jeden Abend 2 Folgen geguckt habe. Und ja, nach wie vor fix und fertig bin und es einfach toll war und ja, es einfach toll war. Man muss es einfach so hinnehmen. Weiter ging es serientechnisch am Donnerstag, denn Westworld läuft nun endlich im deutschen Fernsehen, zumindest im Pay-TV, nämlich auf Sky und direkt in Doppelfolge. Eine Serie, die ich glaube schon mal verfilmt wurde. Es ist eine Buchverfilmung, wenn man so möchte, eine Buchadaption. Und zwar ist Westworld von Michael Crichton, wie man auch immer ihn wieder ausspricht, ein Schriftsteller, der ja zum Beispiel Jurassic Park geschrieben hat und sich ja dann Steven Spielberg die Geschichte oder den Nagel gerissen hat. Ich glaube auch Emergency Room ist von ihm und nun eben auch Westworld. Und das ist eine Geschichte, sie wird, glaube ich, gehandelt als Science-Fiction-Western-Story. Ja, irgendwie passt das auch. Wir sind hier irgendwie in der Zukunftswelt und es gibt eben Klone, Androiden und es gibt einen Freizeitpark, der eben aussieht wie der Wilde Westen. Also ganz klassisch mit Cowboy und Indianer. Und in diesen leben eben die Androiden, die Klone. Und wir normale Menschen können eben in diesen Freizeitpark eindringen, also ganz normal uns da drin bewegen,
Es ist wie ein Spiel theoretisch. Und wir können eben einen Tag einfach mal Wilder Westen sein und erleben dann eben irgendwie eine Story, in die wir auch irgendwie verwickelt werden. Und also wenn wir in diesem Spiel sind und erleben eben, ja, was hinter diesem Westworld steht, dass da eben Menschen sind, die eben Menschen herstellen, die sie dann auch reparieren können, das Gedächtnis dieser Androiden eben auch verändern können, sodass die eben tatsächlich irgendwie Tag für Tag den gleichen Tag erleben, gefühlt, und eben trotzdem immer wieder was anders passiert. Und ja, so die Grundidee, so was man so nach 2 Folgen hat schon, ist ein Menschenleben weniger wert, wenn da eben keine echte Seele drin steckt, sondern man eben ein Klon ist. Ein Gedankengang, den man ja schon zum Beispiel bei Die Insel hatte, ein Film mit Ewan McGregor und Scarlett Johansson, der großartig war. Und ich glaube, auch Westworld wird eine sehr ernste Thematik hat. Und einen genialen Ed Harris, einen genialen Anthony Hopkins, der Schöpfer ist. Und ich liebe ihn jetzt schon. Also ich bin da absolut begeistert. Es ist der junge Hemsworth-Bruder zu sehen. Und allerlei andere Schauspieler. Und es hat mich irritiert zurückgelassen. Ich meine, nach 2 Folgen kann man natürlich noch nicht sagen, ob die Serie gut ist, aber sie hat ein gutes Gefühl mit viel Irritation, 300 Fragezeichen in mir ausgelöst, und das Atmosphärische in dieser Serie war bisher wirklich sehr, sehr gut. Also hat mir gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, wie es nächste Woche weitergeht, und werde in dieser Serie auf jeden Fall weiter dabei sein, weil ich wissen möchte, wo das hinführt. Es ist auch schon eine 2. Staffel geplant, die wohl jetzt erst 18 erscheinen wird, aufgrund irgendwelcher schwierigen Dreharbeiten. Keine Ahnung. Und ja, ich jetzt eigentlich schon Bock hätte, auch das Buch zu lesen. Ja, es ist schlimm, ne? Es ist ein Fluch. Ja, ein Fluch des Buchlesers, der immer alles erst gelesen haben möchte. Ja, dann möchte ich mich kurz bei allen Kommentatoren unter meinem Vlog bedanken. Ich habe am Donnerstag ja einen Vlog hochgeladen, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, warum hier so gemeckert wird auf YouTube, BookTube. Und es sind unglaublich viele Kommentare gekommen. Und ich werde leider gar nicht schaffen, alle Kommentare zu beantworten, weil es sind, glaube ich, um die 100 aktuell. Und ich möchte jetzt auch nicht nur Danke hinschreiben, und habe aber alle gelesen. Also es war wirklich Wahnsinn. Es sind zig Mails bei mir eingegangen, auch via Facebook. Und ich, ja, wenn ich mal irgendwann einen Tag Zeit habe, werde ich gucken, dass ich darauf antworte. Ich werde durchsehen, ob irgendwo Fragen aufgetreten sind, die ich natürlich beantworten möchte. Ich habe auch gesehen, dass manch anderer schon Fragen beantwortet hat. Das fand ich großartig, wie toll diskutiert wurde, wie toll wir da in den Dialog gekommen sind und dass auch einfach mal die Sichten von vielen anderen Menschen dazu kamen, und ich einfach gedacht habe, ja, es war einfach mal nötig für mich und vielleicht auch einfach für die Welt da draußen, für die Community, für die Zuschauer, dass man eben einfach mal nicht meckert, sondern eben auch einfach mal sagt, was kann man anders machen, besser machen, schöner machen und warum ich eigentlich hier bin. Und dass mir das einfach großen Spaß macht, und dass ihr das merkt, freut mich einfach. Und ja, da wollte ich einfach mal Danke sagen. Es war ja, so ein mulmiges Gefühl, als ich das Video hochgeladen habe, und dachte mir, das kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen, und ich einfach so Danke sagen möchte an die Booktuber, die hinter mir stehen, an die Zuschauer, die mitbegeistert sind, und an all die da draußen, die einen Kommentar dagelassen haben. Vielen, vielen lieben Dank, es hat mich wirklich mega gefreut und auch wirklich sehr, sehr gerührt. Der Februar steht ja oftmals im Namen der Self-Publisher, der Indie-Autoren. Das war, glaube ich, auch in den letzten 2-3 Jahren schon so. Und auch dieses Jahr ruft Amazon das Indie-Lese-Festival aus. Und es gibt hier E-Books zu unglaublich günstigen Preisen. Es gibt auch Printbücher, die reduziert sind. Und alles eben von Self-Publishern. Und ich wurde angefixt von der lieben Anita. Viele liebe Grüße an dich, die mir das ja auch noch wunderbar mit einem Link erzählt hat. Ich selbst habe das gar nicht mitgekriegt. Und ja, ich stand dann da vor Amazon und dachte mir, genau, Steffi, du wolltest im Februar ja gar keine Bücher groß kaufen. Anita dann gesagt hat, ich zitiere und ich darf zitieren, Steffi, das sind doch E-Books, die zählen eigentlich gar nicht, sie nehmen doch keinen Platz weg. Schwupps sind diese Woche bei mir 2 E-Books eingezogen, die schon länger auf der Wunschliste standen. Und das für sage und schreibe 89 Cent. Wahnsinn. Also es ist ein wirkliches Festival für Self-Publisher, für Leser,
die hier sich einfach entdecken können. Es gibt Bücher von der lieben Laura Newman, ist die Nachtsonne dabei. Es sind einige Bücher von Jackie Felgut dabei. Von Laura Lapas habe ich was entdeckt. Von Michelle Schrenk und vielen, vielen, vielen anderen. Und das Besondere ist, dass es jeden Mittwoch im Februar ab mittags neue Bücher geben wird, die da zur Auswahl stehen. Also man guckt sich die Liste nicht nur einmal an, sondern wenn es gut läuft, sogar viermal und entdeckt immer wieder neue Bücher. Bei mir eingezogen ist Die unsichtbare Heldin, der erste Teil der Fantasy-Reihe von Jackie Felgut und Eine tugendhafte Lady von Sandra Neumann, die dahinter steckt, hinter dem Pseudonym. Und ich blende euch die Cover, denke ich, einfach mal ein. Ja, beide Bücher schon länger auf meiner Wunschliste. Bei Jackie Felgut einfach, weil ich ihre Bücher bisher alle unglaublich gut fand und natürlich auch diese Reihe lesen wollte. Und bei Eine tugendhafte Lady hat das Cover unter anderem Laura Newman gemacht oder hat Laura Newman gemacht. Und dadurch ist es mir aufgefallen und ich auch den Klappentext irgendwie cool finde, obwohl es gar nicht nach einer Geschichte für mich klingt. Aber ich hier einfach sehr, sehr neugierig bin, was da drin steckt, ob es mir gefallen wird. Und ja, diese beiden E-Books sind jetzt diese Woche vorerst erstmal bei mir eingezogen. Es gibt noch ein drittes Buch, das mich sehr anspricht. Da muss ich mal gucken. Ja, ja. Das zum Thema weniger Neuzugänge im Februar. Ja, wir sind am dritten Tage angekommen oder heute am vierten und ich habe schon zwei Neuzugänge. Das Leben ist manchmal sehr grausam. Ja, was ist für die nächste Woche so geplant? Ja, buchtechnisch habt ihr ja schon gesehen, was auf jeden Fall wahrscheinlich in der nächsten Bücherwoche ein bisschen ausführlicher besprochen wird. Und es wird diese Woche einen neuen Autoren-Hangout geben. Die liebe Laura Lapas ist bei mir zu Gast am Donnerstag diesmal. 19.30 Uhr, die gleiche Zeit bleibt also. Und wir werden wunderbar hoffentlich über die Unwandelbar-Reihe sprechen oder auch über ihr aktuelles Buch, ihre aktuelle Reihe, Ein Käfig aus Rache und Blut, was mich ja wirklich in der letzten Woche, also davor, absolut geflasht hat, sehr begeistert hat. Der zweite Teil erscheint bald und ich hoffe, dass wir darüber wunderbar sprechen. Ich hoffe, ihr seid zahlreich am Donnerstagabend dabei im Live-Chat und stellt eure Fragen. Gerne auch die Fragen wieder vorher via Facebook oder E-Mail findet ihr in der Infobox. Solltet ihr keinen YouTube-Kanal haben, um kommentieren zu können, um im Live-Chat zu sein, dann natürlich immer her damit. Ich freue mich sehr darauf und ja, der Februar geht direkt wieder richtig gut los mit einem Autoren-Hangout und ich hoffe, dass wir da wieder viel, viel Spaß haben werden und ja, freue mich, dass Laura die Zeit findet, hier sein wird und ja, wir dann hoffentlich einen tollen Abend zusammen haben werden. Jetzt schaue ich mal auf meine Liste. Ich glaube, ich habe jetzt alles soweit durch. Puh, das war aber auch eine Wahnsinnswoche. Also ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht viel anderes gemacht. Also ich glaube, das merkt man dieser Woche auch an. Im Serien-, Buch- und Filmsumpf, Soundtrack dürfen wir nicht vergessen, versunken. Ja, wirklich irre. Es war eine tolle Woche, die Spaß gemacht hat, bis auf Schnee wie Eis. Feuer. Eis wie Feuer. Schnee wie Asche, Eis wie Feuer. Das sind aber auch echt irgendwie blöde Namen, oder? Geht das mit mir so? Ja, das so am Rande. Ja, eine tolle Woche, ein toller Start in den neuen Monat. Und ja, der Februar wird hoffentlich so schön wie der Januar. Lesetechnisch war der Januar wirklich großartig. Dazu mehr am Dienstag im Monatsrückblick. Ich war ganz überrascht, als ich... ja, sehr positiv überrascht, als ich so ein bisschen Statistik durchgeguckt habe, Highlights durchgeguckt habe, überhaupt so meine Highlights zum Januar. Bin schon verwirrt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Bücherwoche, die ja heute auch wieder so ein XXL-Volumen angenommen hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ja, das ein oder andere Buch ist vielleicht auch schon bei euch gelandet, konnte euch vielleicht auch schon begeistern oder hat euch ähnlich enttäuscht wie ich. Lasst mir das gerne mal in den Kommentaren da. Vielleicht kennt ihr auch schon Westworld oder River, habt Lalaland gesehen. Dann gerne natürlich auch in die Kommentare, würde ich mich mega freuen. Und ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.